Während die Hauptstadt Berlin gerade aus den Federn erwacht, ist Matthias Decker mit seinen ehrenamtlichen Helfern von der SG EBT Berlin bereits auf den Beinen, um den Badminton-Bundesligaspieltag von der SG EBT Berlin gegen den 1. BC Düren vorzubereiten. Wir von EBT TV haben das gesamte EBT-Aufbauteam einen Tag lang begleitet und schauen einmal, was sich hinter den Kulissen einer Badminton-Bundesligamannschaft so abspielt. Bereits 5,5 Stunden bevor die ersten Bälle in der Samariterstraße geschlagen werden, hat das Team die enorme Aufgabe, aus einer normalen Schulsporthalle eine Badminton-Bundesliga-Arena zu machen. Also Hans ist der Erste, immer, keine Ahnung, wie er es schafft. Und das Erste, was er macht, ist die Halle wischen, weil es eine Schulsporthalle, die ist immer irgendwie dreckig. Danach geht's los gleich mit den Matten ausrollen. Die wiegen so pro Rolle um die 180 Kilo. Die müssen sich flach liegen, damit die Luft unten runter weg ist. Und danach geht's dann eigentlich los mit dem Kleben. Die Matten müssen verklebt werden, die Teppiche müssen verklebt werden. Im Vergleich zu den Spielen in den unteren Badminton-Ligen gibt es in der ersten Bundesliga die Auflage, den Spielbetrieb auf Matten auszutragen, sodass der gesamte Hallenbereich mit Teppich oder einer Spielfeldmatte ausgelegt sein muss. Das sieht optisch schöner aus, definitiv, aber es ist möglicherweise die Verletzungsgefahr ist möglicherweise ein bisschen höher. Also wir haben hier schon Leute auf den Teppichen ausrutschen sehen. Als eines der ersten Teams in der Bundesliga hat es die SG EBT Berlin geschafft, ein innovatives Spielanzeigesystem zu entwickeln, das die klassischen Anzeigetafeln ablöst. Wir nutzen hier ein etwas älteres Programm, das ist auf Java-Basis. Wir haben hier 4 Monitore, 2 für jedes Spielfeld, in den Ecken jeweils, sodass die Zuschauer es auch aus allen Positionen sehen können. Und hinter jedem Monitor oder Fernseher, ist ein ganz normaler Fernseher, hängt ein kleiner Laptop und der kriegt sein Signal übers WLAN, was er anzeigen soll. Dieses System ermöglicht es allen Zuschauern in der Halle, einen optimalen Blick auf das aktuelle Spielergebnis zu geben und so den Badminton-Sport attraktiver zu gestalten. Wir nehmen einfach mal die Auswahl vom letzten Mal, Heimspiel, 3. Oktober, und ja, man wählt es aus und dann kann man einfach loslegen. Plus und Minus drücken. Natürlich macht das Matthias nicht ganz allein, sondern hat ein tatkräftiges Helferteam um sich herum, wo jeder den anderen so gut es geht unterstützt. Der feste Kern sind ungefähr 10 bis 20 Leute. Da sind Hallensprecher dabei, da sind Leute, die im Endeffekt Aufbau machen. Im Endeffekt so 20 Leute sind es bestimmt. Abbau dauert dann ungefähr eine Stunde. Danach gehen wir noch mal was essen. Also vor 8 bin ich meistens nie zu Hause. Und das ist bei den vielen genauso. Nach mehreren Stunden harter Arbeit haben die ehrenamtlichen Helfer der SG EBT Berlin nun etwas Zeit, ihre Akkus aufzufüllen. Denn spätestens in 2 Wochen geht es wieder alles von vorne los und es heißt wieder Badminton-Bundesliga in der Samariterstraße.